Seit 1998 befindet sich das Max-Reger-Institut in der Alten Karlsburg in Durlach. Max Reger lebte von 1873 bis 1916 und wir hier im Max-Reger-Institut sammeln Notenhandschriften, Kunstwerke, ganz viele Postsachen zu dem Komponisten. Wir vermitteln es sowohl in der Forschung als auch in einer neuen Notenedition als auch mit Konzerten und unserem Kammermusikwettbewerb. Unser Ziel ist es, auf möglichst vielen Ebenen den Menschen die Werke und den Komponisten Max Reger näher zu bringen. Das machen wir zum einen durch Veranstaltungen sowohl hier vor Ort als auch mit internationalen Kooperationspartnern. Wir haben viel Kontakt zu Interpreten in aller Welt. Wir haben natürlich Kontakt mit Forschern in aller Welt. Und wir bereiten unsere Materialien auch ausführlich, soweit es uns möglich ist, auch auf unserer Website bzw. auf dem Portal Max Reger Info der Öffentlichkeit zu.